Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video vom Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, wir reagieren nochmal zu Asche Jahrhunderttalent. Produziert wurde das Ganze von Asche selbst und Johnny Instrument. Die haben ja auch NBK zum Beispiel produziert zusammen. Auf jeden Fall das meiste, vielleicht sogar alles. Ich weiß nicht genau, wir gehen direkt rein. Ich wollte nur nochmal sagen, ich habe zu dem Video schon mal eine Reaction gemacht. Das konnte ich irgendwie nicht hochladen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ist ja egal. Ja, wir ziehen uns den Song jetzt zusammen rein. Nochmal. Orkan hat hier wieder das Video gedreht, der dreht auch so viele Videos. Bei ihm läuft auf jeden Fall auch anders. Beat gefällt mir sehr gut. Sehr hart wird's auf jeden Fall, kann man schon raushören, ne? Asche brennt bei deinem Begräbnis und macht Rap wieder zu Totenmesse. Nimm meinen letzten Cent, doch ich behalte weiter ne große Fresse. Parasiten können in Streams nur von Polen sprechen. Ich bring Bones zum Brechen, wie 187 Drogensessions. Bakuka Sessions, Genie fordert. Ja, direkt mit einem Seitenhieb gegen 187, kann man sagen. Ja, Asche, ne, kennt kein Halten so. Er ist so voll auf dem Vormarsch und ja. Asche, der wird übernehmen, so von meinem Gefühl her. Und der enttäuscht oder auch einfach nie. Läuft ja erst 22 Sekunden, aber es klingt wirklich, was heißt klingt? Ich habe den Song ja schon gehört, ist einfach ein nices Ding. Komm in meine City und willkommen in Suplex City. Ja, komm in meine, ja, ist schon, ne, warte, ich muss das nochmal anhören, aber so an sich ist es eine nice Line. Ich aus der Tschechoslowakei verwisch dich Spur nicht, Sippi, du rennst zu Polen weg, Sippi. Komm in meine Arme, willkommen in der Suplex Komm, City. meine Arme, willkommen in Suplex City, ist eine nice Line. Korrekt am Beats von mir für CCN4, ohne mir einen Cent zu zahlen. Doch wollt dann 20.000 Euro für die Sprechspuren haben, jahrelang. Oh, krass, krass, krass. Die Zeile habe ich letztens gar nicht so rausgehört. Hier direkt auch ein Gorex-Diss. Angeblich soll es auch für CCN4 was geboten. Mit Asche geplant gewesen sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Doch wollt dann 20 mein Name, willkommen in der Suplex City. Gorex nahm Beats von mir für CCN4, ohne mir einen Cent zu Nee, zahlen. Doch Gorex wollt. nahm Beats von mir, ohne ihn Cent zu zahlen. Für CCN4. Ach, das CCN4 mit Animus. Jetzt habe ich es. Sorry, Leute, total falsch verstanden. Und dann. Dann 20.000 Euro für die Sprechspuren haben. Jahrelang warst du ein MacBook-Slave, aber Dann dafür nahm lieb. er 20.000 für die Stressspuren. Stress, ein überkrasser Song. Wenn das so war, ist es auf jeden Fall ein Bitch-Move an der Stelle. Und ja, was soll man sagen? Damit kannst du auf jeden Fall ausschließen, dass Asche, Bushido und so jemals Musik zusammen machen. Gehe ich von aus. Liebst du dich in dem minderjährige Bad Moms Jay? Du bist kein Tontechniker, du stehst auf ohne Pissoir und trinkst die Lean-Piste von Kasimir wie Rotbäckchen. Sagt, ich bin der Todstecher Hasimir von. wurde hier auch nochmal anders heftig jetzt gedisst und ja, soll ich sagen, Kasimir ist so ein Typ, der halt in dieses Beuteschema passt, so für die Leute, wo ich so mir vorgestellt habe, dass Asche die disst. So hätte ich mir vorstellen können, sag ich jetzt mal so. Als Vollstrecker keine Empathie, denn ich bin abgestumpft wie Brotmesser. 2021 Modus Mio voller Goldrapper. Doch ich kann kein Wort von ihm verstehen und einen Das Dolmetscher. ist so Was? eine nice, weirde Line, Digga. Ich schwöre, ich liebe diese Line, Alter. Aber noch kurz zurück, Leute, sorry. Rotbäckchen sagt, ich bin der Todstecher. Frontkämpfer macht den Job als Vollstrecker. Keine Empathie, denn ich bin abgestumpft wie Brotmesser. 2021 Modus Mio voller Goldrapper. Doch ich kann kein Wort von ihm verstehen und einen Was, Dolmetscher. 21? Modus Mio voller Goldrapper. Aber ich kann kein Wort verstehen ohne Dolmetscher. Digga, ich schwöre auf diese Line. Ich kannte sie noch nicht, aber ich habe doch schon jahrelang jetzt auf diese Line gewartet, Alter. Man spricht ja mir aus der Seele. Was bleibt es Asche mit einem Haufen von Gegnern? Was willst du machen? Denn mein ganzes Team bestand aus Verrätern. Ich fick die Szene im Arsch und es herrscht Indexgefahr. Denn ich mach Solo JBG und es heißt WBA. Harte Ansage hier für sein komplettes Album. Er macht das Solo JBG, Digga. Es wird Disses hageln ohne Ende. Es ist wieder Deutschrap, so zurück zu den Wurzeln, wieder Namen werden gedroppt. Rap.
Straßenrap, geile Beats, so, Digga, ich hab übel Bock drauf, ich sag's euch, wie es ist, ey. Atem, verwundert das Bett, 100% mit Waffen, verdunkelter Bett, von Hunden umstellt. Wache, der Funke brennt, Jahrhundert erlebt. Asche, Asche, Max beachtet halt auch sehr, sehr gerne, dass seine Musik so komplett so vielseitig ist, ne? So kein Song ist wie der andere. Du denkst jetzt nicht, ja, ist ganz geil, aber hat man auch schon so und so viel gehört, sondern ist wirklich geiler Straßenrap und Namen werden gedroppt und Digga, es fehlt einfach an nichts, so, weißt du? Ich Heuchler jage, ist natürlich auch eine geile Line. So, er disst ja mit seiner Musik, macht die fertig oder spricht die Wahrheit aus, wie auch immer man es nennen will, so aus seiner Sicht natürlich. Ja, und dafür verdient er Geld, so. Für ihn kann es nichts Besseres geben, so verstehe ich die Line. Ich check nicht jede Line, den er da gedisst hat. Wen er da jetzt gemeint hat, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber viel geht wahrscheinlich auch Richtung Mois und sein ganzes Camp so und ich kenne die nicht alle auch mit, da bin ich überhaupt nicht so krass informiert so, deswegen manchmal ein bisschen schwer das alles nachzuverfolgen, aber ist ein geiles Ding. Als ich sagte, ich erkunde Söhne, meinte ich dich nicht, sonst hieß es Hurensöhne, gibt's ein Ich Problem denke von. mal, ich weiß nicht, ob das vielleicht, ob Maestro so heißt. Ich weiß es aber ehrlich nicht. Schreibt's mal unten in die Kommentare. Ich lass euch hier hinkotzen, keine Lester-Streams, denn ich ficke euch mit Name-Droppings. Scheiße läuft im Keine Hintergrund für einen. Lester-Streams, denn ich ficke euch mit Name-Dropping. Ja, das finde ich halt geil. Nee, also nicht, ich meine, dass er nicht wieder Statement gegen Post und dieses, das, sondern das einfach auf musikalische Ebene zu klären, finde ich halt wirklich nice. Gibt's ja heute eigentlich fast gar nicht mehr. Shopping ab im Nach Hintergrund Stress sind da. wusste jeder, ich bin anders designt. Ja, nach Stress, spätestens Stress war jedem klar, Asche wird durch die Decke gehen. So, wenn du ein bisschen Ahnung von Rap hast und richtigen Rap, so, da wusstest du, ja Mann, Asche kann die Rettung sein. Also, zumindest ging es mir so. Das Asche als Erinnerung. Ne Line bei Stress, sogar Apache lief in Windeln rum. Ich bin im Mittelpunkt, kein Freund von Späßchen, denn mein Album riecht nach Schmauch und ich räucher Stäbchen Da wurde namens. Apache ja auch nochmal gedisst, so, er nimmt alles mit, was er kriegen kann, sag ich jetzt mal. Nice, Alter. Wie bei Kreuzworträtseln, denn die Wahrheit über euch wird für euch Heuchler eklig. Ich bin zutiefst enttäuscht, der deutsche Beastie Boy. Denn du hast Leichen im Keller, wie nach dem Beef mit Mois. Ist auch zum Schluss hier auch nochmal eine übernice Zeile. Digga, ich fühle diesen Track doch anders und Digga, das Album wird neue Maßstäbe setzen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Verwundertes Band, 100% mit Waffen, verdunkelter Band von Hunden umstellt. Ache, der Funke brennt, Jahrhundert erlebt. Asche, Asche, Hunkerfrequenz, Unterweltgangs, Atem, verwundertes Hook Band, gefällt mir 100%. auch ganz gut. Ist auch mal was komplett anderes. Auch, ja, und was soll ich jetzt sagen? Ist purer Rap, 3 Minuten 29, Alter. Ich schätze, da, wenn Casey und Summer Jam machen daraus ein Album, er macht einfach so 3 Minuten 29, ein Song. Nein, Digga, sorry. Aber es fiel mir gerade ein mit diesem 15-Sekunden-Ding. Ja, fühle ich anders. Beat ist geil, geile Lines. Name-Dropping ist am Start. Flow ist auch anders krass. Und ja, es gibt nichts Schlechtes an dem Song, außer dass er vorbeigeht. Ohne Scheiß. Mit Waffen, verdunkelter Band von Hunden umstellt. Ache, der Funke brennt, Jahrhundert erlebt. Asche, Asche. Unter Umständen sage ich euch ohne Scheiß, so wie es ist, das kann eins der besten Alben des Jahres 2021 werden. Kann man jetzt noch nicht sagen nach einem Song, aber es wird auf jeden Fall zu den besten gehören. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man weiß ja auch noch nicht, was dieses Jahr noch rauskommt, aber Digga, es wird krass. Aber genug gelabert. Schreibt mir doch eure Meinung unten in die Kommentare. Über Asche, seinen Sound, seine Musik, über die Disses, über alles so. Und über meine Reaction natürlich. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, lasst doch ein Abo da. Ich bin raus, meine Freunde.